Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt eine Nacht über das Rätsel mit den Pilzen geschlafen. Und ich habe ja im letzten Part erwähnt, dass wir das früher selber rausfinden mussten, weil Internet gab es nicht, beziehungsweise gab es schon, aber wir waren es noch nicht gewohnt, bei jedem Ding Google zu fragen. Und nach irgendwelchen Sachen zu... Seit wann sind die denn hier? Nach irgendwelchen Sachen zu googeln, zu suchen. Da sieht man das, das hat sich schon so eingelebt oder eingeprägt, dass man gar nicht mehr sagt, wir suchen im Internet nach Sachen, nein, wir googeln nach Sachen. So. Und jedenfalls habe ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen und mir ist eingefallen, ich gehe mal hier lang, nein, ich will mir erstmal was kaufen. Mir ist eingefallen, dass irgendwo... Komm her. Dass es hier irgendwo so ein Gebiet gab mit ganz vielen Pilzen. Und ich glaube, da waren die weißen Pilze. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir da jetzt langlaufen. So, erstmal kaufen wir uns noch ein bisschen was. Die andere Karte. Dann kaufen wir uns den Baphomet Beutel. Wo war denn das? Die Karten hier waren alle leer. So, den wollen wir haben. You pay this much. Nö. Ich bezahle 14. No, that's too low. Okay, weil du so nett lächelst. Okay, I'll sell it to you. Hat sogar geklappt. Und so, jetzt können wir mehr tragen. Mal gucken, wie viele. Bis jetzt können wir ja nur eintragen, weil wir den Beutel noch nicht haben. Obwohl ich das lustig finde, weil wo tut er den Beutel bitte hin? Das ist eh immer in so Spielen geil. Sind fast maximal... Oh, 10 Stück. Maximal 10 Stück. So, wir könnten uns noch das holen. Wir könnten uns noch das... Nee, das konnten wir uns nicht holen. Ach komm, wir nehmen den Ball mit. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Nö. 10. Dann kriegst du von mir 12. Yep. Also bei höheren Beträgen kann man ganz gut mit ihm handeln. Ich werde es mal mit dem Snowhorn-Artefakt probieren. Mal sehen, wie weit er da runter geht. Er kommt nur in bestimmten Gegenden zum Einsatz. Aha. Okay, das ist ja interessant. Dann kriege ich noch was. Zoomatic. Hole ich mir den Zoomatic oder hole ich mir die Karte? Was war denn das für eine Karte? Drachenfels 5. You pay this much. Das krieg ich nicht mehr hin. Außer verkaufst du mir für einen. Ach, tiefer kann ich gar nicht gehen. Ich gebe jetzt mal 2 ein. Will er nicht? Nein. 4. Ich find's vor allem immer so freundlich, wie er mich nach einem Verkauf oder einem abgeschlossenen Geschäft ganz freundlich bittet, ja, mich zu verpissen. So, da lang. Okay. Dann sind wir ja fertig und jetzt gucken wir mal, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege und ob wir hier irgendwo ein Gebiet finden, wo es ganz viele Pilze gibt. Und ich rede nicht von einer deutschen Großstadt. Mit dunklen Gassen. Wir suchen... Also ich weiß, da links ging's lang... Ja, du kannst ja mal suchen, mein Freund. Da. Mal gucken, was es hier gibt. Ah, da haben wir noch schon den ersten. So, Pilze haben wir auch genug. Da könnten wir aber Tricky mal ein bisschen füttern. So, die holen wir uns. Na, bleibt hier. Die bringen richtig viel. Die bringen... 10, glaube habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe 10 gesehen. So, hier. So, damit ist das wieder voll. Die zwei holen wir uns gleich. Die pennen. Und jetzt gehen wir mal. Was gab's hier? Cup Claw, keine Ahnung. Ach ja, doch. Hier stehen schon Pilze. Ich vermute, hier gibt es dann auch sehr viele Pilze. Oh, was machst du hier? Hallo? Der redet nicht mit mir und du kannst hier bitte suchen. Yeah. Noch einer.
Das geht jetzt aber schnell. So. Da haben wir noch einen Pilz. Bin ich hier richtig oder nicht? Ihr könnt euch erinnern, wir waren ja schon mal, oder? Hier geht es nicht weiter, das heißt, es muss andersrum. Lauf, 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 lauf. So. Also ich würde mir wünschen, dass Nintendo mal wieder ein Star Fox Adventure macht. Also nicht dieses typische Star Fox, sondern wirklich ein Adventure. Weil da wäre ich definitiv dabei. Eine Kiste. Ein Stein, das ist immer gut. Brauche nämlich noch ein bisschen Kohle. Auch wenn der sich nicht bewegen lässt. Schade. Aha. Ja. Nummer 1 erledigt. Hier haben wir einen Stab. Komm bitte ein bisschen mehr. Ja, genau die suche ich. Die bringen mir mehr Kohle. Wo soll denn? Da ist er. So, Geld ist wieder voll. Ricky hat noch nichts groß gemacht und ist hat schon wieder einen Pilz verloren. He seeks the scarabs to enter Cape Claw. Yo, hier kommen wir nicht lang. 60. Da können wir nur 50 tragen. Ich finde das immer eine coole Idee, wenn man Spiele, ihr sag mal, so begrenzt, anstatt irgendwelche unsichtbaren Wände hinzumachen oder einfach zu sagen, hier geht's nicht weiter, sondern wir können im Moment nur 50 Münzen, ach Quatsch, Peser mit uns rumtragen. Und, obwohl ich mich auch frage, wo die hinsteckt, da die ja wahrscheinlich noch leben. Und wir kommen ja aber nur weiter, wenn wir 60 Stück haben. Finde ich eine coole Idee, weil erst wenn wir an Ort XY sind und dann die größere Geldtasche bekommen, können wir natürlich dann auch 60 mit uns rumtragen und dann dort passieren. So. Gab's denn hier oben? Ah ne, da gibt's nichts Besonderes. So. Also hier war das schon mal nicht. Das heißt, es kann nur da hinten sein. Im Labyrinth haben wir ja leider nichts gefunden. Außer einen Brunnen, der uns mal gar nichts gebracht hat. So, jetzt gehen wir hier hinten hin. Geh weg, du Vieh. Da lässt mich aber auch nicht in Ruhe, ne? Doch, jetzt. Es ist anstrengender, den abzuschießen, als einfach wegzurennen. Vor allem, da er ja gleich wiederkommt. Kann sich Twiggy da nicht durchgraben? Ich habe jetzt gedacht, da muss Twiggy tragen. Da war es doch ganz praktisch, dass ich gerade das Infernis, oder wie das heißt, nach oben gelegt habe. So, hier haben wir natürlich auch eine Karte. Sehr praktisch. Und das sieht aber sehr verdächtig aus. Hier geht es bestimmt, ja, nach unten. Gehen wir mal hier lang. Ja, schön stehen bleiben. Zum Glück rollt er sich nicht so ab wie, war das Link? Ich glaube, Link rollt sich so ab. So. Ah, da hinten ist eine Energiezelle. Die will ich natürlich auch haben. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen. Wo sind wir?
Ah. Okay. Also um zurückzukommen, müssen wir dann nach links. Beziehungsweise vorhin, also eben hätten wir nach rechts gemusst. Aber wir sind ja links gegangen. So, jetzt schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Den Pilz brauchen wir nicht. Den können wir ruhig mal leben lassen. Energie brauchen wir. Was tut das? Hier passiert gar nichts. Wo sind wir eigentlich? Wach auf, da kommt wer. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Rayman 2. Da gab es doch auch sowas. Also so, wo die da oben waren und die musste ich dann abschießen. Ich weiß nicht, ob sie da auch was runtergeschmissen haben. Aber hier kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. So, jetzt heißt es ausweichen. Die oft ja nicht so das Problem sein. Wir können ja zum Glück auch noch auch getroffen werden. Das macht nichts. So. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt nehme ich an, komme ich hier nicht rein? Natürlich komme ich hier nicht rein. Ach, Mann. Toll. Schöne Sache. Hm. Wo gab's die weißen Pilze? Das gibt's nicht. Oder vielleicht ist es sogar ganz einfach. Hinter der Earthwalker-Königin war doch auch ein Tor. Das habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen. Nur fällt mir das gerade ein, dass da auch ein Tor war. Da gucken wir mal da. Aber erstmal hier runter und nach links. Hoffe ich. Einmal. Na, so geht das nicht. Aber so. Oh, ich verliere hier Luft. Also, das ist giftige Luft. Hier ist auch schon wieder eine Powerzelle. Und jetzt gehen wir schnell wieder raus und gucken mal bei der Königin. Das muss doch irgendwo zu holen sein. Das gibt's doch nicht. Also hier nicht, den Weg, den wir eben gegangen sind, auch nicht. Da oben geht's auch nicht lang. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Achso, ja komm. Nicht blöd. Wie komme ich wohl hier rein? Okay, Tricky, du bleibst hier. Ich gehe runter und suche die Pilze. Ah, ach, das ist ein Brunnen. Und genau das tust du, indem du hier oben bleibst. Ja, ich will dir helfen. Na gut, Fox, aber beeil dich. Mami ist wirklich ziemlich krank. Jo. Wird gemacht. Das Ding ist ein Brunnen, alles klar. Das muss erstmal einer wissen. So. Genau, das hatte ich gemeint. Ich habe das noch so im Gedächtnis mit den ganzen Pilzen. Da diese Pilze ja auch ziemlich sackgang sind. Das kann ich noch nicht benutzen. Sind das die Pflanzen? Ja, das sind die. Aus dem Labyrinth. Was ist hier? Hier ist ein Schalter. Dann hier hoch. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Da ist eine. Aha. Hab ich mir noch gerade gedacht. Aber was bringt mir jetzt da oben
Ich guck mal. Erstmal nichts, aber ich brauche definitiv die Bombensporen hier irgendwo. Da ist eine. Na komm, komm, komm. Toll, eine. Hier komme ich nicht rein. Hier haben wir doch was Passendes gefunden. So, einmal zurücktreten. Und los geht's. Okay, das sind gleich zwei Sachen. Hier kann ich wieder nach unten. Jetzt gibt es hier noch eine Aufwertung und dann kann ich, ist das Wasser abgeflossen. Und das heißt für mich. Ja. Das sieht echt geil aus. Ja, das heißt für mich, ich komme jetzt hinten an den Schalter. Und ich glaube, jetzt kann ich auch diesen Stab in den Boden rein. Ja, genau. Reinstecken und komme damit an höhere Stellen. So. Ich bin jedes Mal ins Wasser. Übrigens, das Rollen erinnert mich auch an Zelda. Nur mal so nebenbei. Also, was haben... Ach. Man soll schon aufpassen, wo man hintritt. Also, was haben wir jetzt hier oben? Da haben wir den Schalter. Wir wollen noch erstmal hier hin. So, was muss ich jetzt tun? Achso, alles klar. Und das verbraucht Energie. Also Magie. So, was kann ich noch machen? Nichts. Gar nichts. Ich hoffe, das Ding bleibt jetzt auch offen. Nein, warum denn auch? Ja, und Tricky ist noch oben. Was muss ich denn jetzt tun? Da oben ist auch noch... Ich muss hier irgendwie hoch. So, hier haben wir noch so ein Ding. Dann nutzen wir doch mal das. Und vielleicht regelt sich das ja gleich von selber. Nervt. Du blöder Pilz, nervst. Dann bringt mir die Lebensenergie auch nichts, weil da zieht mir ja gleich wieder was ab. Da kann man eine Spore reinsetzen. Kiste. Und das war's dann auch schon wieder. Das gibt's nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt hier eine Spore reinsetzen. Und gucken, was jetzt passiert. Zack. Das kann ich draufschieben, aber die Kiste nicht. Ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. So, die holen wir uns auf. Eins. Und zwei. So, dann haben wir das Rätsel gelöst. Wunderbar. Tür geht auf. Jetzt reden wir nochmal mit dem... Obwohl, machen wir nicht. Wir beenden jetzt und reden im nächsten Part mit ihm. Weil ich glaube, hier passiert nicht noch mehr. Das sieht aus, als ob der Raum dann fertig ist. Ja, doch. Sieht so aus. Dann reden wir mit dem Schlafenden und ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Part wieder mit dabei, wenn wir das tun. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann.